Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu meinem kurzen Jahresabschluss-Info-Video für den 31. Dezember 2023. Ja, das Ende des Jahres haben wir jetzt nun endlich erreicht und ja, was gibt's Schöneres als ein kleines Info-Video? Ja, heute um 15 Uhr, ich weiß ja selbst, normalerweise lade ich ja natürlich jetzt um Mitternacht erst hoch, aber hey, am 1. Jänner passt ja nicht sogar, weil sehr viele Leute ja natürlich feiern und mit der Familie und Freunde feiern das neue Jahr. Und dazu zählt es einfach besser, dass ich erst um 15 Uhr das jetzt veröffentliche. Nun, es wird ja natürlich nur ein 10-minütiges Video sein, was wir darüber reden werden, und zwar was jetzt dann ansteht auf dem Kanal für Neues und was euch dann erwarten wird für Projekte. Nun, falls ihr es noch nicht gewusst habt, ich habe es natürlich schon einmal angeteased, dass ich nach Pokémon Sonne, wie den Pokémon angeht, Pokémon bleibt ja natürlich mein Hauptcontent. Pokémon Sonne wird dann anscheinend noch bis Februar hinweg noch weitergehen. Und ja, wir werden natürlich mit Pokémon Sonne noch weiter rumhackern. Aber es wird ja nicht lange dauern, also das heißt, wir werden auch das Postgame-Content noch machen. Und dann sind wir höchstwahrscheinlich schon Ende Februar oder schon Anfang März dann schon durch. Also das heißt, es wird ja nichts Großartiges Neues kommen, da wir sowieso jetzt drei Projekte immer noch am Laufen haben. Final Fantasy 5 endet das sowieso erst dann ab März irgendwann, ich weiß nicht welchen genauen Datum, weil es wird wahrscheinlich einer meiner längsten Let's Plays sein, wieder mal einer von den Final Fantasy Teile, die nicht Nintendo Content ist. Und ja, wir werden wahrscheinlich dann erst ab März zu Ende haben, das Let's Play, und das wäre auch super. Ihr fragt sicherlich jetzt dann, was wird dann nach Final Fantasy 5 kommen? Kommt dann Final Fantasy 6? Ja, schon, aber es kommt noch ein kleines, kurzes Zwischenprojekt. Und zwar als Pause kommt es dann jetzt einmal ein Nintendo-Spiel, und zwar mit Luigi's Mansion für den GameCube. Ja, ihr habt es richtig gehört. Luigi's Mansion 1 wird natürlich von mir Let's Played, und zwar zu 100%. Wir werden natürlich alle Buhus dann schnappen und so weiter. Und ja, ich frage tatsächlich jetzt, willst du es auch mit 4K-Texturen machen, was jeder Mensch das macht? Nein, ich werde sowas nicht machen. 4K-Texturen sind für mich nichts für mich. Natürlich bleibt es natürlich in der hohen, normalen Qualität meine Videos, also normalen Hardware-Qualität, und es wird ja immer so bleiben mit 1080p, 60 Frames per Second, läuft das Video natürlich jedes Mal bei meinem Kanal. Und 4K will ich ja natürlich nichts machen, keine von meinen Videos, weil es natürlich sehr viel Speicher frisst. Aber ja, nach Final Fantasy 5, wie gesagt, kommt Luigi's Mansion und vielleicht in Anführungszeichen, nach Luigi's Mansion Final Fantasy 6. Ja. Was für eine Version werde ich nehmen? Also, es wird ja natürlich die Game Boy Advance Version wieder sein. Warum nicht die Pixel Remaster? Weil, ja, Pixel Remaster habe ich ja selber auf der Switch und ich würde denken jetzt lieber, ja, die Pixel Remaster Version werde ich natürlich anscheinend dann auf Twitch dann streamen mit euch, aber dann irgendwann, ich weiß nicht wann genau, jeden Teil von euch, aber erst später. Aber leider, ich weiß ja selbst, auf Twitch bin ich auch sehr wenig aktiv, weil ich jetzt natürlich Real Life habe, Job und alles andere Dinge auf meinem Kopf. Ich habe seit dem 11. Dezember einen Job bekommen. Hatte schon jetzt sehr gedacht, jetzt nee, das neue Jahr wird eher wahrscheinlich ein Dark Age für mich und ich kriege keine Chance für einen Job und so weiter, obwohl ich mich so sehr bemüht habe, einen Job zu finden. Aber ja, hey, Hauptsache es hat jetzt diesmal geklappt. Am 11. Dezember bekam ich jetzt endlich einen Job und ich bin jetzt derzeit auch damit zufrieden. Ihr fragt sicherlich jetzt, hast du nicht einmal früher angestrebt, YouTube-Partner zu werden, Geld zu verdienen mit deinem Content? Nun, ich hatte es einmal früher angestrebt, um ehrlich zu sein, aber in letzter Zeit, nach 5 Jahren auf YouTube, sehe ich das Let's Play jetzt eher nicht wie ein Geld-Money-Making-Dingenskirchen mehr, sondern eher als Hobby, und es wird für immer permanent ein Hobby sein. Und für euch als Unterhaltung bleibt es natürlich werbefrei, meine Videos, ist ja auch klar. Der Rest der nächsten Jahre. Und ja, wie lange werde ich jetzt Let's Playen?
Let's Player bleiben. Nun, ich hoffe natürlich für eine ewige Zeit und hoffe, dass mir auch nicht der Bock verfliegt. Und ja, ich habe noch viele Projekte in Planung. Also wie gesagt, schon nach Pokémon Sonne habe ich natürlich geplant, dass ich dann Kamisen und Purpur die zwei DLCs anstreben werde und dann auch noch die Bonus-Story-Episode, die dann erst ab Jänner verfügbar sein wird. Aber da werden wir erst dann schon reingehen, erst ab März. Genauso auch mit Final Fantasy, nach Final Fantasy 5 mit Luigi's Mansion. Ein sehr guter Hype zu Luigi's Mansion 2 für den Nintendo Switch. Ob ich das Let's Playen werde, wird sich noch zum später zeigen. Deshalb werde ich jetzt auch noch ein bisschen anzocken. Ich weiß, Blind Let's Plays mache ich ja ganz ungern, aber das war jetzt wahrscheinlich mein vorletztes oder wahrscheinlich mein letztes Blind Let's Play gewesen mit Tears of the Kingdom, weil Tears of the Kingdom war für mich komplett blind und ihr wisst schon selbst, ich habe jetzt natürlich vorproduziert die Videos seit Dezember, Anfang Dezember 2023 und kam tatsächlich bis Ganondorf früher an, früher als 100 Parts, also müsst schon wissen, ihr würdet jetzt gerne wissen, wie lange wird jetzt noch Tears of the Kingdom gehen? Nun, es kommt ganz normal weiter bis zum 21. Jänner. Und ab dem 21. Jänner kommen dann die letzten 10 Folgen Tears of the Kingdom hoch. Das heißt, ein Video pro Tag hoch. Braucht ihr nicht wundern, warum jetzt dann 10 Tage lang kein Final Fantasy 5 und 10 Tage kein Pokémon Sonne mehr rauskommt. Es liegt nur daran, weil ich jetzt Tears of the Kingdom ein für alle Mal beenden will. Und zwar hier und jetzt im neuen Monat, im neuen Jahr. Also das heißt, am 21. Jänner bis 31. Jänner 2024 geht es dann mit Tears of the Kingdom endgültig zu Ende. Also da ist es wie eine Art Countdown für euch. Und dann haben wir nur noch zwei Projekte am Laufen. Das sind natürlich Final Fantasy 5 und Pokémon Sonne. Was natürlich dann später dann mit der Alola-Liga dann starten wird. Und das Postgame. Und Final Fantasy 5 nähert sich auch sehr bald dem Ende zu. Also noch etwas viel später. Aber Pokémon Sonne scheint wohl dann früher zu Ende zu gehen. Aber lasst euch überraschen, wie lange es noch dauert. Weil es gibt noch einige Postgame-Content, was ihr noch erleben können in Sonne und Mond in Pokémon. Und ja, Pokémon bleibt ja natürlich mein Hauptcontent. Da wird ja nichts Großartiges ändern. Außer, dass ich jetzt nur noch zwei Projekte fokussieren werde. Das wird jetzt dann auch permanent so bleiben. Dass ich nur noch zwei Projekte machen werde. Damit ich mehr Zeit für mich selber habe, mehr Zeit für meine Familie und mehr Zeit auch für Leute auf Discord habe. Und ja, auf Twitch bin ich ja jetzt auch nicht so sehr aktiv, weil ich jetzt eher mehr an mein Real Life fokussiert bin. Ihr wisst schon, Job und so weiter ist natürlich, steht natürlich im Vordergrund. Und Real Life steht ja auch noch natürlich im Vordergrund. Mein Let's Play ist natürlich im Leben als Sache, als Hobby und für euch als Unterhaltung da. Und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Außer, dass ich euch nur noch eins sagen kann. Vielen Dank für eure super tolle Unterstützung über das Jahr 2023. Und ich hoffe, dass der Kanal weiter wachsen wird. Und über das neue Jahr hinweg. Und ja, ich hoffe, ihr hält den Support weiterhin an. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Heutzutage. Also, ich verabschiede mich jetzt nun für dieses kurze Video und genießt euch jetzt die letzten Momente des letzten Jahres und startet ganz sauber, gesund und glücklich in das neue Jahr und hoffe, dass das neue Jahr für uns alle besser sein wird als die letzten 3 Jahre, die wir erlebt haben mit Corona und alles andere. Aber ja, was kann man dazu sagen? Außer nichts weiter als, wir sehen uns im nächsten Jahr, im neuen Jahr natürlich, am 1. Jänner kommt natürlich der nächste Part mit Pokémon Sonne und Mond und dann mit Final Fantasy 5 geht es dann auch noch weiter. Aber ein bisschen geht es dann noch kurz in die Pause, weil ich wieder vorproduzieren will.
scheiß Mücke, ey. Die fliegt ja noch ein bisschen leicht am Mikrofon hier weg. Sorry, dass ihr das wahrscheinlich gehört habt. Aber gut. Das war's auch schon jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal und guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Red Pocketendo. Ciao!